nicht einmal mehr einen Monat ist es noch hin, bis es wieder heißt, ich habe heute leider kein Foto für dich. Wir freuen uns schon sehr auf die neue Staffel von GNTM und stellen euch heute drei der Top 19 Kandidatinnen vor, Enisa Bukvic, Katharina Maranka und Alicia Köhler. Hier findest du mehr Informationen zu den Kandidatinnen. Der Starttermin steht fest. Das lange Warten hat nun endlich ein Ende. Der Starttermin steht fest. Ab dem 7. Februar ist der Donnerstag wieder für Germany's Next Topmodel reserviert. Freut euch auf Zickenkrieg, Jubelschreie, Tränen und viele Fotos, denn davon gibt es in der neuen Staffel sicherlich wieder genug. Der Countdown läuft. Der erste Trailer ist da Ausrufezeichen. Es wird mal wieder heiß bei Germany's Next Topmodel. Das verspricht der erste Trailer, der auf dem offiziellen Instagram-Account der TV-Show mit dem Hashtag RauteGNTM2019 veröffentlicht wurde. Im sexy Dessous-Trachten-Look müssen Heidis Mädchen wohl sein Shooting mit einem hotten Male-Model absolvieren. Startete die 13. Staffel für die Mädels noch mollig warm unter der Sonne der Karibik, scheinen sich die Girls in der 14. Ausgabe in den schneebedeckten Bergen beweisen zu müssen. Die ersten Fotos von GNTM 2019. Nachdem Anfang November die Dreharbeiten zur 14. Staffel von Germany's Next Topmodel in Berlin starteten, tauchten schon jetzt Fotos vom ersten Shooting auf. Welche das sind und was es damit auf sich hat, das verraten wir dir hier. Endlich ist es wieder soweit. Die 14. Staffel von Germany's Next Topmodel steht vor der Tür. Das Überraschende daran, schon jetzt bekommen wir einen Einblick vom ersten Shooting. Und das ist mal wieder etwas ganz Besonderes. Heidis Mädels zeigen sich in galaktisch guten Posen auf dem Mond. Auch Modelmama Heidi Klum ist ganz begeistert und nimmt ihre Fans in ihrer Insta-Story sogar mit hinter die Kulissen von GNTM. Außerdem fordert sie ihre Follower dazu auf, ihr Lieblingsbild vom ersten Shooting auf der Instagram-Seite von Germany's Next Topmodel mit einem Herzchen zu versehen. Dafür haben ihre Fans 12 Stunden Zeit. Ob genau diese Likes mit in die erste Entscheidung bei Germany's Next Topmodel 2019 einspielen? Das würde zumindest erklären, weshalb GNTM schon jetzt die ersten Fotos vom Shooting veröffentlicht. Wir sind gespannt, was genau es damit auf sich hat. Das ist die Jury 2019. ProSieben gab erst vor kurzem bekannt, dass in der kommenden Staffel von Germany's Next Topmodel immer wechselnde Gastjuroren in der Jury sitzen werden. Nun wissen wir auch schon, wer in der ersten Folge neben Heidi Klum seine Stimme abgeben darf.
während in der letzten Staffel noch Thomas Hayo, 49, und Michael Michalski, 51, neben Heidi Klum, 45, Platz genommen haben. Wird Heidi künftig die einzig feste Jurorin bei Germany's Next Topmodel sein? Aber auch Lena Gerke, 30, die selbst vor 12 Jahren GNTM gewann, wird mit von der Partie sein. Die ehemalige Kandidatin und Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel, eine echte Sensation. Gemeinsam mit Heidi Klum hat sie bei den Dreharbeiten zu Germany's Next Topmodel in Berlin nun die Top 50 Kandidatinnen gekürt, wie die Bild-Zeitung berichtet. PSSST, auch Designer Michael Michalski ist bei der GNTM mit an Bord. So postete er auf seinem Instagram-Account erste Bilder vom Dreh in Berlin, unter anderem mit Heidi Klum. Nach Wochen der Spekulationen, steht nun endlich fest, wie die neue GNTM-Jury besetzt wird. Heidis Papa Günther Klum erklärt, was sich bei der Castingshow ändern wird: GNTM geht in die 14. Staffel. Dschungelcamp hat 10% verloren, Topmodels hat zuletzt wieder zugelegt. Im Laufe der Jahre hat sich viel verändert, wie auch dieses Mal. Aber ich kann nur eins verraten, Heidi ist dabei. Abwechselnd werden neben GNTM-Mutti Heidi nur noch Gastjuroren Platz nehmen, die aber je nur für wenige Folgen zu sehen sein werden. Bei Heidis neuen Kollegen handelt es sich nach Informationen der Bild-Zeitung unter anderem um Starfotografin Ellen von Unwert 64, fotografiert U. A. Für Vogue und Vanity Fair, Designer Philipp Plein, 40, Ex-Juror Thomas Hayo, 49, sowie Heidis Boyfriend Tom Kaulitz, 29, und dessen Zwillingsbruder Bill. Die Castingtermine für Germany's Next Topmodel 2019 stehen fest. Damit du diese nicht verpasst und auch sonst keine News über die 14. Staffel Germany's Next Topmodel, findest du hier alle Infos rund um Casting, Jury und Kandidaten. Bislang wurde nur Heidi Klum als Jurorin für die neue Staffel der beliebten Castingshow bestätigt. Sobald es etwas Neues gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden. GNTM 2019, so kannst du dich bewerben. Du bist mindestens 16 Jahre alt und träumst davon, Germany's Next Topmodel zu werden? Dann kannst du dich bei dem Casting bewerben. Denk daran, deinen Ausweis mitzunehmen. Minderjährige müssen zudem eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten dabei haben. Kommt dieses Supermodel in die GNTM-Jury? Während die Vorbereitungen für Germany's Next Topmodel 2019 auf Hochtouren laufen, brodelt die Gerüchteküche, wer Nachfolger von Thomas Hayo wird.
Der Ex-GNTM-Juror wird laut einem spekulativen Bericht der Bild-Zeitung zufolge durch niemand Geringeren ersetzt, als dem ehemaligen Topmodel Nadja Auermann, 47. In den 90er Jahren war sie ein international gefragtes Supermodel. War 1993 sogar auf dem Cover der amerikanischen Vogue. Ihre makellosen Beine bescherten ihr sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Von allen Supermodels hatte sie mit 1,14 Metern die längsten Beine. Wow, mit diesem Jurymitglied hätte Heidi Klum, 45, eine echte Topmodel-Kollegin an ihrer Seite. Neben Topmodel-Mama Heidi könnte Nadja Auermann den Mädels mit ihren jahrelangen Model-Erfahrungen mit Tipps und Tricks helfen. Und ein weiterer Juryhammer sorgt für Furore, aus Produktionskreisen heißt es, vielleicht wird Michael Michalski nur als Gastjuror dabei sein. Er will sich wieder mehr der Mode widmen. Michael Michalski ist einer der erfolgreichsten Designer Deutschlands, feiert auch international Erfolge. Es bleibt also spannend, wer im kommenden Winter auf den Jurystühlen Platz nehmen wird. Dieser Juror steigt aus Ausrufezeichen. In der 14. Staffel muss Heidi Klum auf einen Juror verzichten. Einer der Jurylieblinge wird in der 14. Staffel von Germany's Next Topmodel nicht mehr dabei sein. Thomas Hajo verkündete auf Instagram seinen Ausstieg. Erfahrt hier die Gründe. Thomas Hajo schockt seine Fans auf Instagram, die letzten 8 Jahre mit meiner GNTM-Familie. Was für eine atemberaubende Reise das war. Der beliebte GNTM-Juror will nun aber Schluss machen und seinen Juror-Job an den Nägel hängen. So schreibt er weiter, bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt. Dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst einmal eine GNTM-Pause einzulegen und neue Wege zu gehen. Die Produktion nimmt immer einen großen Anteil meines Jahres in Anspruch, sodass sich bei mir alles immer mehr um GNTM drehte. Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken. Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen. Sowohl für meine Werbekunden, als auch in Sachen neue Abenteuer im TV-Bereich. Wow, was für ein krasser Schritt nach so vielen Jahren in der GNTM-Familie, die dem Wahl-New Yorker sichtlich ans Herz gewachsen ist. Das macht er auch auf Insta deutlich. Es war eine grandiose Zeit mit The One and Only at Heidi Klum. Und mit fantastischen Jurykollegen, wie die letzten 3 Jahre mit meinem Brother from Another Mother at Michael. Michalski, ob letzterer, hoffentlich, weiterhin der GNTM-Jury erhalten bleibt, wurde noch nicht verkündet.
Trotzdem müssen wir nicht ganz auf den Creative Director verzichten. Natürlich bleibe ich der GNTM-Familie eng verbunden, aber in welcher Rolle und wann, wird sich mit der Zeit ergeben, erklärt Thomas Hayo. Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.